Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Freitag zu einer neuen Ausgabe hier in der Milliarden-Challenge von der Nordfriesischen Marsch. Und ihr seht, ja, wir müssen hier nochmal anfangen abzuladen. Denn ich habe sehr wahrscheinlich Alt F4 gedrückt und nicht Alt F3. Genau. Denn es hatte ein Update gegeben im Bereich Nvidia-Treiber. Und da wollte ich die Bildqualität ein bisschen verbessern. Und von daher habe ich da wohl die falsche Taste gedrückt. So, jetzt sollte das Bild auch wieder etwas schärfer sein, weil mit jedem Update muss man es wieder neu einstellen. Ein bisschen nervig, würde ich sagen. So, jetzt lassen wir den hier stehen. Nehmen den hier. Dann haben die Chance, eben was anders zu machen als eben. Nicht durch das Feld fahren, mein Freund. Schnellwerk lassen wir ja Wasser herstellen. Fahren wir jetzt mal da runter und werden mal Wasser laden. Für nebenan auf dem Feld haben wir da gar nichts drauf. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall können wir ab nächsten Monat, glaube ich, wieder sehen. So richtig im Kopf habe. Sollte das ab nächsten Monat auch wieder gehen. Die Wälder wachsen schön vor sich hin. Das ist sehr gut. Denn wir werden Holz benötigen. Viel, viel Holz noch. Wasser, genau das ist das, was ich laden wollte. Sehr schön. So, da ist der Kompost, hier ist der Stroh, hier ist das Stroh, nicht der Stroh. Weiß, ne? Für diejenigen, die bis zum Ende geguckt haben, die wissen, hey, haben wir noch alles schön gemacht? Was ist denn jetzt los? Ja, ne? Durch. Dadurch, dass ich Alt F4 gedrückt habe, hat er da klar den letzten Speicherstand wieder dann aufgerufen. Und super. Den hier wegfahren. Das war auch das Letzte, was sie gemacht hatten. Wir werden es gleich sehen. Also immer eins schön nach dem anderen. Gehen wir eben hier rein, weil das nervt mich jetzt ein bisschen gerade. Was heißt nervt mich? Also, ne? Das ist schon mal falsch.
Fällt mir dann doch ein bisschen besser. Jetzt, wie wenn hier gar nichts ist. Mal gucken, ob wir so irgendwie einen Weg dahin bekommen. Weil noch nicht. Haben wir auch noch irgendwie hinbekommen. Ach, hier ist noch gar kein Mist drin. Hier fehlt noch Miste. Ene, mene, Miste. Es rappelt in der Kiste. Haben wir das auch hier aufgefüllt? Dann fahren wir eben schnell durch den Stall durch. Gucken wir mal, was da an Stroh fehlt. Da muss man mal bei den Hühnern hier noch gucken wegen dem Stroh. Ja, also wie gesagt, Kuhställe wären auch nochmal angebracht. Brauchen wir auch. Damit wir, wenn wir den Schlachter dann in den Betrieb nehmen, den auch gut auslasten können. Denn aktuell ist es nicht so, ne, dass wir mit dem, was wir haben, glaube ich, den Schlachter lange auslasten würden. Aber vielleicht hat ja einer von euch da draußen eine gewisse Vorstellung davon. So, Stroh, Stroh. Oh, hier ist wenig Stroh. Oh Gott, also hier muss nochmal dringend Stroh aufgefüllt werden. Hier ist es gut. Wie sieht es bei den Hühnern aus? Oh, bei den Hühnern müssen wir auch Stroh auffüllen. Oh, je. Also wir brauchen dringend, dringend Stroh hier. Muss auch mal gucken, dass ich das irgendwie Autodrive-technisch ein bisschen besser löse. Dass wir also hier auch das automatisiert hinbekommen. Beine, bei den Kapazitäten, die wir haben, ist das jetzt nicht unbedingt so das große Problem. Einmal hinfahren, mal voll machen und dann ist gut. Weil ich glaube, in die Stelle gehen, glaube ich, 600.000 Liter Stroh. Ich das richtig im Kopf habe. Also von daher ist es doch die eine oder andere Fahrt mehr, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und wir müssen ja klar, wenn jetzt die Erntesaison hier losgeht, Stroh hier ins Lager bringen, damit die wieder aufgefüllt werden. So, jetzt müssen wir hier eben schnell gucken. So, hier haben wir jetzt auch ein bisschen Gülle. Ist nicht viel, aber. Oh, hier haben wir noch Miste. Oh, hier haben wir richtig Miste. Sehr schön. Steine haben wir auch wieder. Wieder Kalk hier produzieren können, zumindest mal für ein paar Stunden. Hexengut haben wir noch eine ganze Menge. Warum? Hä? Achso, wir müssen auch hier die Silage wieder anmachen, wenn das Hexengut auch wieder verarbeitet wird. Hatte ich ausgemacht wegen ja, voller Kapazität des Lagers. Habe ich vergessen wieder anzumachen, wo wir es dann rausgeholt haben. Sollte man da klar nicht so vergessen. So, was fehlt hier? Eier fehlen wieder. Eier, Eier. Immer diese Eier. Wir haben null Eier. Oh, ja gut, das dauert aber einen Augenblick, wenn man neu gestartet hat, bis er das dann wieder anzeigt. So, jetzt müssen wir den mal hier ein Stück vorfahren. Erstmal hier wieder mit Kalk füllen. Feld 66. Genau, den hatten wir eben im Kurs geladen. Aber auch das ist durch den ja, Moment 12,80 Meter waren wir zur Kurs laden.
Ich werde gerade mal gucken, damit ich auch zum richtigen Punkt hier schicke. So, das ist hier Wald Ost. Okay. Wald Ost. Er ist ein bisschen zügiger unterwegs. Dann schicken wir den auch hier zur Waldost. So, dann wollte ich noch eine Werkstatt kaufen. Den könnte ich mir jetzt zum Tischler schicken. Ladepunkt Tischlerei. Jetzt. Ah, geht nicht. Ah, okay. Dann machen wir erstmal hier weiter. Heute ein wenig sprunghafter, Andy. So wie es gerade passt, so wie es gerade kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Winter wesentlich mehr zu tun haben, was die Baumernte anbelangt. Also, ne, dass wir mehr Bäume fällen oder ich mehr Bäume fällen werde. Und von daher werden wir dann auch genügend zu tun haben oder genügend Rohstoffe produzieren dadurch, dass wir dann halt auch die Sägewerke, die Schreinerei immer gut befüllen können, obwohl es bis jetzt keinen Stillstand gegeben hat. Dabei kein Holz mehr auf Reserve. Das macht mir doch ein wenig Sorgen, Kopfschmerzen, hätte ich es bald gesagt. Noch nicht so optimal, wie ich mir das gerne wünschen würde. Nicht. Ah, da. Jetzt ist es wieder zurück. Ja, es hat gerade hier ein Ausfall des Mikrofons gegeben. Sorry dafür. Da war ich jetzt einen Augenblick nicht zu hören. Ihr hört auch keinen Spielsound, keine Musik mehr. Irgendwie ist die Musik jetzt aus. Gucken, ob ich das wieder hinbekomme. Ah, doch, da ist sie wieder. Okay. So, jetzt haben wir wieder Spielsound. Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dem GoXLR. Das hat irgendwie ein Problem. Schon ein paar Monaten, aber mittlerweile wird es immer schlimmer. Weiß auch noch nicht, was ich damit mache. Das Problem ist, dieses Kabel, was man dafür benötigt, kann man nicht einzeln nachkaufen. Vielleicht hat das ja irgendein Streamer-Kollege und sagt, ja, ich habe hier noch ein Kabel dafür oder was. Also, ne, gerne mir eine Mail schicken. Und dann können wir uns gerne mal darüber unterhalten.
So, Abladepunkt. Waffelfabrik. Haben wir irgendwas mit Obst oder so? Forstgebiete? Naja. Muss ja noch selber hinfahren, okay. Das nervt mich jetzt halt auch ein bisschen. Ich bin ja doch mehr so der Autodrive-Freund, der sagt, hey, da ist ja eine Punkte, fahre dahin. Aber ich habe auch jetzt viele Produktionen umgeändert, neu dazu gemacht und ja, und das möchte ich klar jetzt nicht, ne, neue Autodrive-Kurse hier während des Gameplays, was ich hier aufnehme, dann euch damit langweilen und nerven. Und von daher. Aber es gibt eine gute Nachricht, dass es, also zumindest ist es mal der Plan, ob ich es dann schaffen werde, hängt ja klar auch noch von ein paar anderen Faktoren ab, aber ich habe Ende Oktober Urlaub, Anfang November, da wollte ich nochmal das ein oder andere Tutorial wieder aufnehmen, auch den Greenscreen wieder aufnehmen, aufbauen, hinter mir, so dass ich auch nochmal mit der Kamera arbeiten kann. Damit man mich auch wieder sehen kann, zumindest in den Tutorials. Dass man, ne, mal kurz mal mich sieht, dass ich mal hier kurz Hallo sagen kann. Oder auch, ja, dass ich das eine oder andere DLC mal wieder vorstelle. Wobei, bei den DLCs ist es ja meistens nur so, dass man mich am Anfang sieht. Also wenn ich die DLCs vorstelle und dann halt mich auf, oder ne, der Augenmerk ja nicht auf mich fallen sollte, sondern auf das Produkt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und genauso ist es auch jetzt hier im LS22. Ich würde auch mit Sicherheit gerne wieder mit Kamera spielen, aber dafür müsste ich den Greenscreen jedes Mal bei einer Aufnahmesession anmachen, ausmachen und. Also aufbauen, abbauen und ja, ist zwar jetzt nicht so, dass es viel Zeit in Anspruch nehmen würde, aber ja, meine Zeit ist auch ein bisschen kostbar geworden, wenn ich am Wochenende dann mal einen Tag frei habe. Ich glaube, jetzt die dritte Woche hintereinander. 6 Tage auch hinter mir. Und ich sag mal, ich möchte es mal so ausdrücken, ich merke ein bisschen, dass ich nicht mehr 40 bin. Aber nichtsdestotrotz schaffe ich dieses Pensum, alles ist gut und was ist denn hier los? Ach, die ist wieder voll. Okay. Ach, hier muss auch Wasser hin. Hier muss überall Wasser hin. Eieiei. So. Moment, wo war denn jetzt hier? Er hat den Kurs verlassen, gestoppt. Ne? Er hat den Kurs verlassen, gestoppt. Ach, ey, wieder. Na, das Problem ist wieder da. Moment. Moment. Das kann man ja ganz schnell lösen.
Gut, der fährt wieder. Wunderbar. Kann man das hier wieder, ne, auf den normalen Standard zurücksetzen. Und er braucht eine Stunde und fünf Minuten für dieses Feld. Ah, der ist schon mal hier unten angekommen. Das ist schon mal sehr schön. Der auch. Auch sehr schön. Wir brauchen Flüssigdünger noch. Ich weiß, dass wir irgendwo ein Flüssigkeitenlager ich gebaut habe. Das werde ich aber, glaube ich, hier irgendwo bauen, weil es irgendwie hier einfacher zu erreichen ist. Und auch Autodrive-technisch etwas besser anzubinden. Siliermittel, Flüssigdünger. Da haben wir doch. Sehr schön, danke. Kann er ja auch mal aufladen. Mit dem müssten wir jetzt mal. So, Tischlerei fahren. Tischlerei haben wir bei der. Beim Import-Export. Oder schön die ganze Zeit gucken, was jetzt auf dem Feld 8 da drauf ist. Ist das Feld 8? Also gerade also gar nicht. Tischlerei, wo haben wir sie hier? Wir brauchen Holzkisten, richtig? Ich denke nochmal. Da auslagern. Ja. Das ist natürlich auch nicht gerade der absolute Wahnsinn hier, was wir jetzt hier haben. Aber ja, wenn es so wie das. Brauchen also definitiv noch mehr Holzkisten. Brauchen wir die Holzkisten für die Plantagen? Aber ich weiß es gerade nicht. Ja, die brauchen wir hier. Okay. Brauchen wir da noch? Hätte ich jetzt eigentlich ein drittes Gewächshaus gebaut? Also Platz war ja da. Okay, hier brauchen wir Wasser, okay. Leerpaletten, Karton brauchen wir hier, Herbizide und Bienenstock. Okay. Da ist auch noch ein bisschen Honig drin. Was ist hier noch drin? Na, da kommt auch nicht mehr viel bei zustande. Hä? So, die Holzfäller müssen wir auch irgendwie Setzling hinbringen, damit die noch ein bisschen mehr produzieren.
Ja, auch sehr schön. Ja, der Kleie. Ja, Olivenfeld. So, ja. Europaletten. Elektrische Ladung, Setzlinge. Setzlinge kann ich jetzt mal gucken. Wir hinten Setzlinge haben. Nein, ich habe noch kein drittes Gewächshaus hier platziert. Ja, mal eben schnell gucken, Gewächshäuser. So, auslagern. Oh wow, 23 Paletten, das ist sehr geil hier. Ah, das war das Falsche. Okay. Das ist aber ganz witzig, oder? Dass er jetzt hier 30 Paletten lädt, obwohl hat er eigentlich rein theoretisch gar nicht möglich ist, aber naja. So ist es. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier 3000 Liter Setzlinge. Die wir jetzt erstmal hier hinten zur Olivenproduktion bringen. Werden auch hier abgeladen. Ah ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch hier ich muss das mal hier ändern, dass man hier ne, Plantagen zu Plantagen, ne, dass man das hier etwas bessere Übersicht hier hat. Weil hier, das mal jetzt suchen, nervt mich da ein bisschen sehr hier. Birne, Birne, Birne. Ist die Palettenproduktion hier eingestellt worden? Das denn? Raumpaletten. Hallo? Ziehen wir hier schon weiter. So. Birne, Birne. Bididim. Ja, Oliven, da haben wir da. So. Die Setzlinge. Hier, das ist voll. Okay. Ja, und ich würde sagen, machen wir mal eben ein Picture davon. Ja, mit diesen Bildern hier
von der Olivenplantage. Möchte mich dann auch für heute verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Morgen einen guten Start ins Wochenende. Und Montag einen guten Start in die neue Woche. Bleibt anständig, bleibt sauber. Das war's von mir, euer Andy und bye bye.